So, wir kommen zum neuen Song von TJ. Ich glaube, seit der letzten EP habe ich nichts mehr von ihm großartig gehört, glaube ich. Freut mich natürlich sehr. Ich muss sagen, die EP auch im Nachhinein nochmal, wirklich, da waren Songs dabei, die echt gut getan haben. Die haben wirklich, wirklich gut getan. Deswegen, also danke auf jeden Fall für die EP. 29 Years. Ist der 29? Ich dachte ein bisschen älter schon. Produziert der zweite Song heute von Young Kira. Young Kira on the phone. Ring, ring. Nein, nicht Vollbild. So. Okay, rein da. Yeah, life isn't fair. Das Leben kommt nicht so, wie du es erwartest. Doch der Erfahrung nach wartet ein Speicherpunkt nach jedem schwierigen Abschnitt. Manchmal ist dein Leben eine Person. Manchmal ist Heimat nicht da, wo du wohnst. Niederlagen bringen uns näher zusammen. Es sitzt sich einsamer auf einem Thron. Für Hunderte bin ich ein Held. Aber kommst du meinem Herzen zu nah, bring ich Unheil über deine Welt. Wer seine Wunden nicht schließt, blutet auf die, die sie am Ende verbinden. Und wer dem misshandelten Hund Liebe gibt, dem wird in die Hände gebissen. Ja, ja, Himmel und Hölle sind gar nicht so unterschiedlich. Ich bin nicht mein Ego und auch nicht mein Buddy, ich zahle nur unter Miete. Bin ich die Stimme in meinem Herd oder bin ich... Ich muss sagen, ich mag den Beat, der hat sowas übelst Verspieltes. Ich muss auch sagen, ich mag den Text, aber irgendwie gefällt mir seine Stimme hier irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie ist die anders abgemischt oder so? Keine Ahnung, ich finde, die klingt irgendwie anders. Das ist nicht so mein. Der sie hört, das sind die Dinge, die wir nie lernen. Wir sind die Kinder von Planet Earth. Ja, irgendwas ist mit der Stimme. Ich weiß leider nicht was. Ich weiß leider noch nicht was so ganz. Der sie hört, das sind die Dinge, die wir nie lernen. Wir sind die Kinder von Planet Earth. Das tut, also sorry, ne, aber das tut echt fast in den Ohren weh. Das ist ja todeshoch. Seit wann ist denn der so hoch? Also seit wann ist denn seine Stimme so extrem hoch? Klingt wie Lars. Yeah, life isn't fair, das Leben kommt nicht so, wie du es erwartest. Doch der Erfahrung nach wartet ein Speicherpunkt nach jedem schwierigen Abschnitt. Okay, manchmal besser. Ist dein Leben eine Person, manchmal ist Heimat nicht da, wo du wohnst. Niederlagen bringen uns näher zusammen, es sitzt sich einsamer auf einem Thron. Für Hunderte bin ich ein Held, aber kommst du meinem Herzen zu nah, bring ich Unheil über deine Welt. Wer seine Wunden nicht schließt, blutet auf die, die sie am Ende verbinden. Und wer dem misshandelten Hund Liebe gibt, dem wird in die Hände gebissen. Ja, ja, Himmel und Hölle sind gar nicht so unterschiedlich. Ich bin nicht mein Ego und auch nicht mein Buddy, ich zahle nur unter Miete. Bin ich die Stimme in meinem Herd oder bin... Alter, ich verstehe jetzt erst den Text. Wer misshandelten Hunden die Hand gibt, wird selber gebissen. Also selbst wenn man... halt auch was Gutes tun will, so wird man gefickt. Alter, das sind, vom Text her, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Text her gefällt mir das echt gut. Also zumindest das, was ich mitbekomme, weil es ist extrem schnell und manchmal verstehe ich ihn auch wirklich nicht. Aber ich muss sagen, so vom Song her ist es leider nicht meins, leider nicht. Beat finde ich sehr, sehr schön irgendwie, der hat was, aber nee, zusammen mit Stimme ist es leider noch nicht so. Der sie hört, das sind die Dinge, die wir nie lernen. Wir sind die Kinder von Planet Earth. Diese Positivität ist krass irgendwie, ne? Yeah, life isn't fair, vor allem wenn du nicht weißt, wer du selbst bist. Respekt von dem einen ist vielleicht für den anderen ein Happy Ending. Jede Bullet, die du schießt und jede Bullet, die du fängst, kommt im Grunde von demselben Fleck. Wir sind unverstanden und verletzt. Austeilen, einstecken, alte Freunde wurden live lassen. Weit ist ugly und bleibt auch noch ugly, verpackt in wunderschöne Reimketten. Einsicht, ein Blessing. Bruder, der Text ist so gut, Mann. Wow, wirklich. Der Text ist unglaublich schön, der ist so real, der ist so authentisch, der ist einfach so aus der Seele raus. Aber ich werde einfach mit dem Sound nicht warm, leider. Echt schade irgendwie, Mann. Ah, das habe ich öfter bei Tuddle oder TJ Beast Boy so, dass ich so die Produktion an sich immer sehr geil finde,
lyrisch auch sehr geil, aber irgendwie so das Zusammenspiel ist mir manchmal einfach vielleicht ein bisschen zu hektisch einfach. Vielleicht ist es mir einfach zu stressig so. Keine Ahnung, das kann gut sein, weiß ich nicht. Für viele war ich eine Leiche. Echt schade. Heute würde ich vieles besser handeln, aber leider gibt es kein Time Travel. Und selbst wenn ich könnte, würde ich nie riskieren, etwas daran zu ändern, wie es heute geworden ist. Fühlt sich an, als wäre ich gerade auf der einzigen. Ja, wenn du ja auch was änderst, dann hast du ja auch, dann baust du Scheiße, Alter. Du kannst in der Vergangenheit nichts ändern, Mann. Du musst akzeptieren und besser machen. Ja, auf der ich noch nicht gestorben bin, weil ich ein Baby und eine Babymama habe. Ein Barajedi bleibt ewig am Badawan. Manchmal checkst du es, wie dumm deine Taten waren, wenn du weinst, dann. Holy shit, float der da durch. What the fuck? Wie eine Babymama habe ein Barajedi bleibt ewig. Ich am Badawan, manchmal checkst du es, wie dumm deine Taten waren, wenn du Wein in deine Mutter begraben hast. Ich verschwemme meine Zeit nicht am Ende. Mein größter Feind wartet im Spiegelbild, doch ich bin ready to fight, so wie Jet Li. Ich hab den Devil inside, so wie Denji. Und war zum Sterben bereit, so wie Kenny. Aber jetzt level ich weiter auf, denn meine Pläne braucht Daddy. Yeah, yeah. Ist nicht meins. Auch Hook muss ich auch sagen, ist leider. Also Hook leider ist gar nicht meins, so, aber Rest, ne? Lyrik und Beat gefallen mir. Ich kenne fast gar nichts, weil der Eingang bei Jude Drama. Wow, Wahnsinnsenergie hat dieser Typ, ne, muss ich sagen, wirklich. Ah, also wirklich diese Positivität und Wahnsinn. Also da muss ich auch sagen, ne, bei der letzten EP, die wir uns reingezogen hatten, das ist, ich kann verstehen, dass man Fan ist. Ich kann es vollkommen verstehen. Leider ist der Sound wirklich nicht meins. Aber vielleicht ist ja irgendwann wieder was dabei, was wo alles für mich irgendwie was ist, ne. Schönes Ding, schönes Ding.